Flugzeuge sind nicht aus Alu. Wolkenkratzer sind nicht aus Stahl. Es gibt keine Raketen, die durch Stahl und Beton einschlagen können, um von innen zu explodieren. Es gibt keine Raketen mit Flügeln, die von Augenzeugen als kleine Flugzeuge beschrieben werden könnten. Kerosin verbrennt nicht einfach, sondern explodiert bei der Entzündung. Die World Trade Center Türme waren hohle Schächte, ohne Böden oder einem Kern, weil die FEMA, der 9/11 Commission Bericht es so sagt. Soweit hat jeder Flugzeugabsturz ein Gebäude eingedrungen und ist daran verschwunden, ohne dass außen etwas abfällt. Flugzeuge sind aus Stahl und für Zusammenstöße entworfen. Sie sind sicherer als moderne Autos. Es gibt keine Wirbelschleppen, deshalb haben alle Flughäfen nur eine Landebahn. Bei einem Einschlag muss der Turm die ganze Wucht aushalten, das Flugzeug jedoch nicht. Das Flugzeug war schneller als das Gebäude. Niemand außer den Terroristen hat von den Anschlägen profitiert. Das Flugzeug ist so dunkel, weil es gegen die Sonne aufgenommen wurde und diese immer im Westen aufgeht. Es gibt keine Möglichkeiten, ein Flugzeug im Fernsehen zu fälschen. Bye.